Yo Leute, what's up? Herzlich willkommen zu meinem zweiten Mod-Review. Ja, heute geht es um den K-Mod. Und ja, hier als erstes ladet ihr euch es rein. Ganz normal runter. Ach, und den Mod-Loader müsst ihr euch auch runterladen. Hier, Download. Schon mal den K-Mod. Hier sind auch die Crafting-Rezepte. Motor, Räder, Auto. Und Mod-Loader. Hier, wie sogar Miss Mods. Die Links stehen ja unten in der Beschreibung, sowieso. Dann hier Mod Loader 1.2.5. Download Direct mache ich dann immer. Okay. In der Aufnahme werde ich mir das ganze Zeug dort cheaten. Ja, auf jeden Fall, ihr geht erst in euren Bin-Ordner, also Prozent, App Data Prozent, dann geht ihr in Rooming, dann hier Minecraft und dann in den Bin-Ordner. Okay. Dann macht ihr Rechtsklick auf die Minecraft Jar und ich werde mir auch eine Welt zulegen, wo ich Mods schon ja zum Vorzeigen habe halt. Ja, hier müsst ihr zuallererst den Meta-Import-Ordner rauslöschen. Okay, jetzt ist das draußen. Als zweites öffnet ihr den Mod Loader, den ihr runtergeladen habt, hoffentlich, und packt den Mod Loader auch in die Minecraft Jar rein. Und das gleiche macht ihr mit dem K-Mod. Einfach hier die Werbung da überspringen. Oder, ja, Lizenzdingens gehen. Zieht einfach alle Dateien von dem K-Mod rein. Können wir das schließen und das hier schließen und Minecraft öffnen. Okay. Dann ist hier ganz normal Mojang, egal. Und ja, wir stellen uns einfach mal eine neue Welt. Wie gesagt, ich habe noch keine dafür. Und wir nennen sie einfach mal K-Mod. Okay, dann generiert sich das jetzt. Generating Level. Jetzt saved er die Chunks. Und dann sind wir schon drinne. Und jetzt machen wir erstmal den Hyperzoom auf Minecraft. Das hier ist auch im Vollbetrieb Minecraft. Okay. Und ja. Jetzt, wie der K-Mod, der Name eigentlich schon sagt, kriegen wir ein K dazu. Also ein Auto. Hier setzt man hin. Und da kann man normalerweise fahren, aber wir können uns hier nur im Kreis rumdrehen und blöd gucken. Und stylisch aussehen. Aber das reicht uns nicht, weil wir wollen ja, hupsa, schließlich auch fahren. Und um das Auto überhaupt zum Fahren zu bringen, müsst ihr euch erstmal ein bisschen Kohle cheaten. So, 64 sollte reichen. Und ja, dann drückt ihr einfach auf der Tastatur auf C und packt die Kohle hier oben bei K rein. Das steht hier unten Edit Full. Und ja, dann könnt ihr fahren. Aber allerdings, das zeige ich mal eben kurz, schön bremsen, kann ein Auto nur einen Block hochfahren. Nicht. Ich baue das mal eben so. Also ein Block ist kein Problem für das Auto, nur zwei sind zu hoch für das Auto. Wenn wir die nämlich wegmachen, wui, können wir hier einfach ganz gechillt weiterfahren. Und ich finde den Mod eigentlich genial gemacht. Ist vielleicht nicht jedermanns Sache, einfach durch die Welt zu düsen. Aber meine ist es auf jeden Fall. Die Tiere sterben leider nicht, wenn man sie damit anfährt, aber man kann wenigstens die Hühner überfahren. Das ist lustig. Aber sie sterben dabei nicht oder kriegen Schaden. Man hat einfach nur einen Huckel. Wie in echt halt. Wie in echt sterben sie. Ach egal, ich red doch scheiße. Ja. Das war's dann eigentlich auch mit diesem Mod. Ich bin gerade vor dem Baum gefahren. Ja, ich werde ein guter Autofahrer. Wie? Das war's dann mit diesem Mod. Ach, und eine Sache habe ich noch vergessen zu dem Mod. Wenn das Auto
das Wasser berührt, kann es gar nicht mehr fahren. Es ist kaputt. Ist eigentlich fast genauso wie ein Minecart, lässt sich mit einem Dia-Schwert am schnellsten abbauen. Und das ist eigentlich auch besser, weil hier kann man in jede Richtung fahren und nicht nur links, rechts, geradeaus, nach hinten. Hier kann man eigentlich überall hinfahren. Auch noch in einem Massentempo für dich. Ja, das war's mit meinem zweiten Mod-Review von dem K-Mod. Okay, da habe ich schon wieder auf dem Aufnahme-Stopp-Knopf gedrückt. Sorry, ich drücke immer aus Versehen auf 1. Ja, das war's dann auch mit diesem zweiten Mod-Review. Nochmal. Und hoffentlich habt ihr Spaß mit dem Mod. Wenn nicht, dann habt ihr halt keinen Spaß mit dem Mod. Und ciao, Leute.